Nam Allah Salam, barmherzigen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten und Frieden und Segen auf dem Gesandten Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Liebe Geschwister im Islam, Hadith der Woche. Der Hadith dieser Woche ist sehr wichtig, hat große Bedeutung, ist zwar kurz, aber lehrt uns Alhamdulillah lehrt uns eigentlich Aufmunterung oder gibt uns eher gesagt Aufmunterung im Leben, da wir Menschen sind und der Mensch schwach ist im allgemeinen Sinne. Und wir wissen, dass unser Iman sinkt und steigt. Und deswegen habe ich mir einen besonderen Hadith ausgesucht, der von Anas ibn Malik beliefert wird, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat, und zwar: Der Reuende von dem Sünder ist wie als hätte er keine Sünde gemacht. Und wenn Allah seinen Diener liebt, wird ihm die Sünde nicht schaden. Ja, und der ist festgehalten bei Suyuti in Jami' al-Sarir. Und ein sehr schöner Hadith, ja, wie ihr gehört habt, der Reuende von dem Sünder, von demjenigen, der Sünder, derjenige, der Reue begeht, ist wie einer, als hätte er nie eine Sünde gemacht. Und wenn Allah liebt, und wenn Allah seinen Diener liebt, wird die Sünde niemals schaden. Und deswegen, liebe Geschwister, muss man uns das einprägen, dass egal was wir machen an Sünden, egal wie schwach man wird oder was einem passiert, die Tür, bi'idhnillah, der Allah, solange du lebst, ist offen für die Reue. Und dann, wenn dir diese Sünde passiert, denk an den Hadith des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, dass von den Sündern, derjenige, der bereut, ist wie ein, als hätte er keine Sünde begangen. Barakallahu fiqh, das ist der Hadith dieser Woche. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.